Hallo und herzlich willkommen im im Lorbeerwald, genauer im kanarischen Lorbeerwald. Und wie man hier hinter mir schon sehen kann, das sieht irgendwie nicht aus wie daheim, ist auch vollkommen anders wie daheim. Es überspringt sogar zwei Vegetationszonen, also Waldvegetationszonen im Vergleich zu Deutschland, und ist dann, ja, das Nächste, was dem tatsächlich tropischen Regenwald, wobei man da natürlich noch Tieflandregenwald, Bergregenwald und solche Späße unterscheiden muss, am nächsten kommt. Hier in der Ausprägung der Kanarischen Inseln, die ist ein bisschen anders als Alternativen, aber das nun mal grob, damit ihr wisst, was das im Hintergrund auf sich hat. Was ich nämlich zunächst mal erzählen möchte, ist, worum geht es denn hier eigentlich? Also ihr habt gerade eingeschaltet eine Vortragsreihe, beziehungsweise ich würde es fast Vorlesungsreihe nennen wollen, weil ich arrogant bin. Und zwar zum Thema die Ökozonen, beziehungsweise die Ökosysteme der Kanarischen Inseln. So, und was wir jetzt in diesem Filmchen jetzt zunächst mal machen wollen, ist uns drüber unterhalten, ja, welche gibt es denn da eigentlich? Und das wären die folgenden. Nämlich, es gibt hier diese wunderbare Darstellung, die meine Frau uns abgemalt hat. Quelle von wo abgemalt? Ja, jetzt kommt der Wind natürlich. Das ist übrigens der Passat, der hier gerade rumweht. Und dann sehen wir hier eben die Klimazonen bzw. die Vegetationszonen, die so eine kanarische Insel zu bieten hat. Wenn wir uns jetzt insbesondere die großen kanarischen Inseln wirklich als, im Prinzip in der Mitte ist ein hoher Berg und außenrum geht es halt immer weiter runter, bis dann irgendwann an der Küste angekommen bist, vorstellen. Das trifft auf zumindest Teneriffa sehr stark zu, auf Gran Canaria auch recht deutlich, auch auf La Palma kann man bis auf diese obersten Spitze, die gibt es sowieso nur auf Teneriffa. Gran Canaria, dann kommt man gerade noch hier in diesen Bereich rein, und je niedriger die Inseln sind, zum Beispiel Fuerteventura und wie heißt die andere, Lanzarote, die sind so niedrig, dass wir uns eher so in diesem, maximal bis in diesen Bereich hier hochbewegen, wenn überhaupt. Das kommt dann mal so reliktisch, geht so ein bisschen in diesen Bereich hoch. So, und wir haben hier ein paar Ökosysteme, die wir uns näher angucken wollen. Die sind unterschiedlich, ich sag mal, relevant bzw. unterschiedlich intensiv würdigungsfähig, weil ich eben kein richtiger Botaniker bin, sondern ja nur Forstwissenschaftler. Daher kann ich euch zu den Waldökosystemen, die es hier gibt, eine ganze Menge erzählen, und zum Sukkulentenbusch hier unten angeordnet nicht ganz so viel, weil ich von Sukkulenten nur so ein paar Grundlagen beherrsche und mich im Bereich dieser gar nicht baumförmigen Pflanzen nicht ganz so gut auskenne. Ne? Aber einmal grob zur Einteilung, warum sieht das so aus, wie es aussieht? Und dafür muss ich selber noch mal kurz drauf gucken. Nämlich die infrakanarische Stufe zunächst mal ganz unten. Ist eben durch den, wie gesagt, schon genannten Sukkulentenbusch geprägt. Das bedeutet, da unten ist trocken. So, und jetzt müssen wir uns mal kurz die Frage stellen, warum ist denn da unten trocken? Naja, wir befinden uns hier auf Höhe der Sahara, geografisch gesehen. Das heißt, das kann man sich schon mal überlegen, ob es hier nicht möglicherweise trocken ist. Zumal wir auch gar nicht so weit weg von der Sahara sind, sondern eben einfach auf einer Insel, die relativ nah dran ist. Und dementsprechend ist es hier jetzt rein von der geografischen Lage, wäre hier mal mit zu rechnen, dass es hier ziemlich warm ist. Ist es auch. Ne? Durchschnittlich so übers Jahr verteilt, in ganz vielen Monaten. Und so als die Temperatur, die man standardmäßig auf den Kanaren das Jahr rum fast häufig, relativ häufig hat, sind so 24 Grad. Ja? Das heißt jetzt, also es ist ein sehr angenehmes Klima, sehr angenehme Temperaturen. Es ist nie richtig bolle kalt, also man geht da hoch auf den Berg, ne? Dann schon. Es ist aber auch nie so richtig bolle heiß. Das ist typisch für ein ozeanisches Klima, was diese Inseln natürlich alle haben, denn sie liegen, und das wäre jetzt nochmal wichtig, aber zur Entstehungsgeschichte und so weiter, da quatschen wir nochmal irgendwann andermal drüber, ne? Aber die liegen alle abseits der afrikanischen Platte, sind also nicht mehr auf der Landmasse Afrikas drauf. Damit liegen sie wirklich im Ozean und gelten als ozeanische Inseln.
Das ist dann der Fall, wenn sie eben mit der entsprechenden Landmasse, Kontinentalmasse nichts mehr zu tun haben. Dementsprechend sind sie auch sehr stark vom Ozean geprägt, weil um alle Seiten drumherum alles Ozean, ja. Und der hat eben nun mal eine relativ konstante Temperatur ums Jahr und dem ist es ziemlich wurscht, ob gerade Winter ist oder Sommer. Die Wassertemperatur bleibt plus minus immer ungefähr gleich. Und das hat dann halt einen sehr abmildernden Effekt auf die Temperaturextreme auf einer vergleichsweise kleinen, Teneriffa ist gar nicht so klein, aber trotzdem einer vergleichsweise kleinen Insel, die eben in diesem Ozean liegt. Ja, da eine vergleichsweise kleine Insel dann auch wenig Hindernis vor vorbeiziehende Wolken bietet, ja, kann es dazu führen, dass eben die Wolken, die vorbeifliegen, nirgendwo hängen bleiben, dementsprechend auch nicht abregnen und dann ist es ziemlich trocken. Und das ist eben der Fall in den, zum Beispiel auf der Südseite von Teneriffa, sehr stark ausgeprägt, da haben wir eigentlich ein Halbwüsten- bis Wüstenklima, je nachdem, wo wir uns gerade genau befinden. Und dieses Klima nennt man den Sukkulentenbusch, weil das Einzige, was da wachsen kann, sind angepasste sukkulente Pflanzen. Was zum Geier soll das sein? Kaktus, na, zum Beispiel. Den gibt es hier zwar nicht, aber das ist so der häufigste Sukkulent, den jeder kennt. Ja? Werden wir uns hoffentlich noch angucken. Zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, weiß ich noch nicht, wie viele ich von den sukkulenten Gebüschen bzw. der Sukkulentenmannschaft noch mitbekomme. Schlimmstenfalls machen wir ein paar Fotos und das Ganze per Voice-Over. Aber in irgendeiner Form werden wir uns diese Klimazone noch angucken. So, und die ist deswegen trocken, weil eben da nichts ist, wo eine Wolke hängen bleiben könnte und nichts ist, wo die Wolke dann abregnen müsste. Da haben wir also quasi ganz vergleichbare, nicht ganz, aber vergleichbare Bedingungen wie tatsächlich in der Sahara nebenan in Afrika. So, dann gehen wir eine Stufe höher und kommen in die thermokanarische Stufe im Übergang zwischen dem Sukkulentenbusch und der thermokanarischen Stufe finden wir hier diese gelben Bäumchen. Das ist der Drachenbaum, ganz typisch und charakteristisch für die Kanarische Insel. Eine weltweit absolut einmalige Pflanze, mit nichts anderem zu vergleichen und mit nichts anderem zu verwechseln. Den Drachenbaum, den gibt es wirklich nur einmal. Und der steht eben in diesem Übergang. Je nachdem übrigens, ob wir auf der Nord- oder auf der Südseite der Insel uns befinden, das wird auch später noch wichtig sein für die einzelnen Ökozonen, die wir uns angucken. Sind sie denn auf der Nordseite oder sind sie auf der Südseite der Insel? Je nach Insel gibt es zum Beispiel auf der Nordseite Ökozonen, die auf der Südseite vollständig fehlen und umgekehrt. Beispielsweise. Ne? Typisch aber für die thermokanarische Stufe auf der Insel Nordseite, egal welche kanarische Insel, ne? Nord- und Südseite ist immer ein großer Unterschied, da ist dieser Lorbeerwald hier angesiedelt. Und da sitzen wir drin, das da hinten ist er. Nur so halt, ne? Weil irgendwo muss ich ja sitzen. Und der sitzt unter der Wolke. Und diese Wolke hier, die ist nicht dekoratives Element, sondern die ist ganz entscheidend wichtig, weil jetzt ist ja in der Mitte der Insel, jeder kanarischen Insel, mehr oder weniger der höchste Punkt. Das sind alles Vulkane, die haben logischerweise einen Krater. Und wo ist der am höchsten? In der Mitte. Klar. Und dementsprechend bleibt dann in der Mitte einer jeden Insel, sofern da dann ein Berg ist, der hoch genug ist, auch mal eine Wolke hängen. Und das ist eben der Knackpunkt. Denn direkt unter diesen Wolken, die dann durchschnittlich auf ungefähr dieser Höhe, das hängt von der Jahreszeit ab, die Höhe variiert, aber ungefähr auf dieser Höhe hängen bleiben, nämlich auf ca. 1500 Metern, beziehungsweise bis 1200 Meter, irgendwie sowas um den Dreh, manchmal auch noch ein bisschen runter, auf 1000 Meter, auf 800 Metern geht auch, wie gesagt, je nach Jahreszeit, bleiben die eben in den, an den Bergen hängen und dann haben wir eine Wolke, die am Berg hängt, so, und das hat jetzt große Vorteile, weil unter dieser Wolke ist es schattig, damit kühler, damit weniger Sonneneinstrahlung, die hier eben auf subtropischem Niveau ist, also heftig, schön gut eincremen, wer hier irgendwie Sonnenbaden möchte. Und dementsprechend ist diese ständige Wolkenbedeckung oder die sehr häufige Wolkenbedeckung das wesentliche Charakteristikum, weshalb hier diese Lorbeerwälder, das da, ne, da hinter mir, hier überhaupt wachsen können. Ne? Aber
Dazu im Lorbeerwald-Video dann noch mehr. Danach kommt hier mit so etwas anders grünen Bäumchen, insbesondere übrigens auf der Insel Südseite, anzutreffen. Auf der Südseite seht ihr auch, anhand der Bäumchen gibt es nämlich keinen Lorbeerwald. Der braucht diese Wolkenabdeckung, die aber nur auf der Nordseite ist, weil auf der Südseite, die Wolke kommt ja von Nord. Ja, und dann ist der Berg da im Weg. Und dann bleibt sie am Berg hängen, schafft es aber nicht bis auf die Südseite, weil das ist der Berg. Ja, klar. Drum, auf der Nordseite gibt es nur den Kanarischen Kiefernwald, der auch auf der Südseite, andersrum, auf der Südseite gibt es nur den Kanarischen Kiefernwald, auf der Nordseite gibt es ihn auch, aber da sitzt er weiter oben, weil weiter unten konnte sich der Lorbeerwald durchsetzen. Der Kanarische Kiefernwald ist nun ganz essentiell und diese eine Sache kann ich da sicher schon zu verraten, für das Gesamtökosystem Kanarische Inseln, denn Pinus canariensis, die Kanarische Kiefer, hat die wundersame Eigenschaft, dass sie sehr lange, sehr feine Nadeln hat, wie ein Kamm, und wenn jetzt die Wolke am Berg hängt, ja, die Wolke hängt in der Kiefernzone, dann durchkämmen die den Nebel. Genauer genommen durchkämmen die die Wolke und kämmen die Wolke aus, selbst wenn es unter der Wolke gar nicht regnen würde, weil sie einfach nicht abregnet, weil sie noch so warm ist und alles warme Luftmassen, die unterwegs sind, da regnet es nicht so schnell ab. Aber die kämmen dann einfach den Niederschlag aus der Wolke raus. Das ist meistens viel mehr, als die Kiefer selber braucht. Das heißt, es fällt von ihren Nadeln runter, tropft es auf den Boden, versickert in demselbigen, sie nimmt sich, was sie braucht, sie nimmt nicht alles, der Rest versickert im Untergrund und tritt irgendwo unterhalb der Kiefer. Stufe aus, ja, als Quelle. Das ist dann durchaus essentiell für Homo sapiens, der da irgendwo da unten Landwirtschaft betreiben möchte. Also gerade die traditionellere Landwirtschaft, heute kann man ja bewässern, notfalls Meerwasser entsalzen und. Aber als das alles noch nicht ging, war man wirklich auf die paar Niederschläge bzw. auf die ausgekämmten Niederschläge des Kiefernwaldes angewiesen, um hier irgendwie Landwirtschaft betreiben zu können. Das ist nämlich durchaus gar nicht so einfach auf diesem Breitengrad. Gut, darüber befindet sich jetzt die suprakanarische Stufe. Das ist schon starke Gebirgsvegetation, weltweit einmalig und gibt es nur auf Gran Canaria ein bisschen und in voller Ausprägung nur auf Teneriffa, weil der Teide, der Pico del Teide, ist 3700 und irgendwas Meter hoch. Das heißt, es ist ein verdammt hoher Berg und dementsprechend hat der hier sämtliche Vegetations- und Klimazonen, die man normalerweise nur aus viel nördlicher gelegenen Gebieten kennt. Vergleichbar mit dem Kilimanjaro, auch so ziemlich der einzige Ort in Afrika, in dem man dann auch mal Schnee finden kann. So ähnlich sieht das hier auch aus. Auf dem Pico del Teide gibt es durchaus auch mal Schnee, weil der einfach so wahnsinnig hoch ist. So, und da gibt es eben die Kugelbusch-Vegetation, die wir hier antreffen können. Dazu gibt es auch noch garantiert entsprechend ein weiteres Video in dieser Reihe. Sehr, sehr faszinierende Landschaft, absolut einmalig, weltweit einmalig. Ich war hin und weg. Ich war einfach nur hin und weg. Und dann haben wir noch die Oro-Kanarische Stufe. Da wächst so gut wie nichts mehr, außer das Kanarische Veilchen. Er hat noch einen bestimmten anderen Namen, kriege ich gerade nicht ganz zusammen. Also nur ganz wenige super speziell angepasste Pflanzen sind da dann überhaupt noch anzutreffen. Wer auf den Pico del Teide mit der Seilbahn hochfährt, das kann jeder. Er muss es nur bezahlen, klar. Aber ansonsten kann das jeder, der nicht schwanger ist oder ein Herzleiden hat oder wegen dem Druckunterschieden. Weil man fährt da in 8 Minuten 1200 Höhenmeter hoch auf eine wirklich hohe Höhe. Das merkt man. Da oben keust er auch, wenn du rumläufst und so weiter. Und so fort. Daher nur wer fit ist. Aber da kann man dann auch wunderbar diverse Naturphänomene entsprechend bewundern. So, also das ist grob die Gliederung und grob der Aufbau der Ökosysteme der Kanarischen Inseln. Alle typischen Ökosysteme, die es hier so gibt, passen irgendwo in diese Gliederung rein und die wird uns in den weiteren Teilen dieser Reihe dann auch noch ein wenig begleiten und immer mal wieder hier und da entsprechend auftauchen. So. Dann bedanke ich mich soweit, nehme die in einer völlig anderen Reihenfolge auf, als ihr sie dann später zu sehen bekommt. Aber logischerweise fängt man unten an, daher jetzt als nächstes der Beitrag zum sogenannten Sukkulentenbusch. Bis dann. Tschüss.